ale čas je pa ja. Последний бояк, командир на войне. B262 Schwalbe. Sie vereint einige hervorragende Eigenschaften, die bei anderen Konstrukteuren erst später zur Anwendung kamen, wie zum Beispiel den Teilflügel. Die Anbindung der Triebwerke unter den Tragflächen, Mechanisierung der Tragflächen durch 30mm Cannon mounted in the nose, twin jet engines, swept wings, and it's a very, very efficient machine. The thing I remember most about this machine is when I was a kid, powered by a pair of General Electric CJ610 turbojets. War schon ein Jahr später, nicht mal ein Jahr, im April 2006 in Manching. Wolfgang Schönewahn, Testpilot bei ERDS, jetzt bei ERDS Heritage Flight, mit über, schau mal nach, 5400 Flugstunden, davon ca. 70% im Testflugbetrieb. Being flown for us today by the famous EADS test pilot, Wolfgang Schönewahn. We try the graph of the 109, which it would like to find is the right balance of power and aircraft. But of course, as the war went on, the aircraft developed still further, leading F or Frederick to this aircraft, the G. And this is a Denver Hens 608. Hat Klaus Glaser und Me 109. Die Me 109 war der meistgebaute Flieger der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Über 34.000 Exemplare wurden gebaut in verschiedenen Versionen. Hier sehen wir eine mit dem Triebwerk DB605, dem 12-Zylinder-V-Motor mit über 1,000. The most difficult thing to do in this aircraft is land it. Nachteil dieses Flugzeuges ist die geringe Spurweite des Fahrwerkes, die besonders die Landung zu einer schwierigen Figur und so ist die Beherrschung dieses Flugzeuges, ja, die höchste Beherrschung dieses Flugzeuges erforderlich machen. Die Entwicklungsgeschichte der Me 109 geht bis auf das Jahr 1934 zurück. Motor war der DB601 mit 30 Liter Hubraum. Die Zelle wurde auf den Triebwerken entsprechend angepasst. Und es gibt verschiedene Meinungen dazu, welche Kombination Zelle-Triebwerk die günstigste ist. That's the Pioneer Hawks load of their aircraft. Klaus Glaser, another test pilot with the ADS, just making a beautiful landing in the BF-109. But ladies and gentlemen, if you care to look to the right, extremely high, you'll see a helicopter in the hover. On board this helicopter are the parachute team from EADS. Four-man parachute team, the superbly named Thomas Spielvogel. 13,000 jumps, he's the team leader, followed by Dr. Olaf Biedermann with over 7,000 jumps. Doran Meyer with 6,000 jumps. And at the back, the cameraman, who's actually filming them as they fall, Alexander Howe, with over 4,000 jumps. That means that these guys have made over 30,000 parachute jumps. Schwebeflug, wenn man so will, in der Standschwebe 1200 Meter Höhe, 4000 Fuß, gerade so unter den Wolken.
hatte erwartet, dass hier unten die Flugzeugtriebwerke, die laufen, verschwinden, damit er seine Aufgabe erfüllen kann. Er hat an Bord seine Springer. Und zwar die Springer vom EADS-Fallschirmsprung-Team. Die werden von der EADS seit dem Jahr 2000 gesponsert, waren deutscher Meister in der Vierer-Freifall-Formation.